Servus und willkommen zu einer Notlage bei Populus the Beginning. Unsere Schamanin wurde eingekerkert und so heißt auch die Mission Nummer 15, Einkerkerung. Eine Zeitmission, 7,5 Minuten habe ich. Und ja, die Dakini haben mich in magischen Kerker eingesperrt und ich kann nicht entkommen. Ich muss meinen Anhängern, also den Lustsklaven, befehlen, mich zu befreien oder wir sind alle ohne Lust, also verloren. Ja, hier in diesem komischen Gebilde sitzt sie drin. Diesmal werde ich das Rumschauen gleich abbrechen, weil die Zeit läuft dabei schon. Und Zeit ist hier sehr kostbar. Das soll übrigens die schwierigste Mission sein. Schauen wir mal, ob wir sie packen können. So, schnell dahin. Ich brauche gleich mal welche, die hier reingehen. Ach, falsch. Nicht hier rein. Da unten, Boot bauen. Ich brauche 5 Krieger. Ich brauche, beziehungsweise ich kann hier eine Hütte hinbauen und hier eine Hütte hinbauen. Alles schon getestet. Ich habe nämlich kurz mal bei der Aufnahme versagt und deswegen habe ich einfach mal mir gedacht, schaue ich doch mal, wie ich so weiterkomme und habe mir eine kleine Strategie ausgemacht. Wir werden auf jeden Fall hier schon Leute produzieren. Wichtig ist, dass halt die Boote gebaut werden. Wir brauchen Boote, um über die Insel zu kommen. Eins haben wir. Da schicken wir, sobald es geht, schicken wir dort die Krieger rein. Also sobald ich 5 Stück habe. Das wird wunderbar. Weil die Krieger müssen die erste Verteidigungslinie sozusagen erledigen. Her mit euch, ihr müsst los. Kannst gleich wieder Boot bauen. Weil immer wenn ein Boot fertig ist, hören die sozusagen auf. So. Ihr Krieger, wir sehen hier, um zur Schamanin zu kommen, haben die einige Türme, einige Truppen aufgebaut, also es wird nicht sehr einfach. Aber um die Türme hier erstmal loszuwerden, nehme ich diese 5 Krieger, die relativ resistent gegen das Feuer sind. Und die sollen die Wachposten hier erstmal ausschalten. Gut. Das war der erste Streich. Und gleich hüpft mal rein. Angriff, genau. Raus mit der Sau. Ja, die hat da drin nichts verloren. Sehr gut. Weil es macht dann für meine anderen Truppen, wenn ich eine Invasion starte, um einiges leichter, wenn da die Türme weg sind. So, gut. Das war das. Wir brauchen aber natürlich noch mehr Truppen. Welche? Da habe ich 5. Dann brauche ich hier noch. Ja. 1, 2. Da noch 2. Noch 5. Sehr schön. Meine Krieger haben es erledigt, oder? Ja. Ihr seid soweit fertig. Das gefällt mir. Als nächstes. Wir haben noch 4 Minuten knapp Zeit. Es stehen einige Schiffe bereit. Konnaja? Bemannt die Schiffe. Ja? Konju. Ich habe ein Kriegerschiff, ich habe ein Priesterschiff. Und dann nehmen wir hier noch ein Feuerboot. Wie sieht es mit den Priestern aus? Werden noch welche ausgebildet? Dauert noch eine Weile. Wie sieht es bei den Kriegern aus? Okay, wir können auch ein Mischmaschboot machen. Ist zwar nicht mein Favorit, aber das ist möglich. Dazu hier Priester ins Boot, die 4 Krieger ins Boot. Bum, bum. Kalle, Kalle. So,
Sollte eigentlich alles glatt laufen. Dieses Boot muss bitte an den Strand. Ah, 3 Minuten noch. Wir müssen jetzt langsam los. Okay, der eine Krieger kommt jetzt noch nicht mit. Ach nein, seid ihr blöd? Rein ins Boot. Ah, jetzt kommst du doch mit. Hüpf rein! Also. Nehmen wir noch den einen Arbeiter. Schaden tut's bestimmt nicht. Und stürmen die Insel. Wer ist da als Erster? Oh, ich kann's nicht erkennen. Nein, das sind Feuerkrieger. Rein da. Greift an! Den da wegschießen. Den abschießen. Nicht weitergehen. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, befreit die Schamanin, das ist wichtiger als das. Ich hoffe, die Zeit geht weg, wenn ich sie befreit habe. Magischen Schutz haben die, hä? Befreit die Schamanen! Reißt den Laden nieder! Ja! Die Zeit ist weg! Und wie sie sich freuen! Hallo? Jetzt beten wir hier schön. Fuck, Priester. Oh, gut. Was passiert jetzt? Kai. Einen Vulkan. Lass mich raten, wo der Vulkan hin soll. Laut Skript. Am besten natürlich. Hier. Oh ja, ein Tanga. Schmeiß den Tanga runter. So, mal schauen, ob deren Schutz auch gegen Lava hilft. Nein, sieht nicht so aus. Werden alle getötet? Hat da etwa noch einer überlebt? Tatsächlich, da kommt einer. Aber, ja. Ja, mich kann keiner festhalten. Ich bin die nächste Göttin. Ja. Yeah. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.